Nach wochenlangem Bangen um Regibert haben die Kinder gestern endlich erfahren, ob sie es geschafft haben, ihre geliebte Leseraupe zu retten. Jede der 37 teilnehmenden Schulen durfte ihre fleißigsten Leser zur großen Abschlussveranstaltung im Ringkino schicken. Nach begrüßenden Worten von Kinderbibliotheksleiterin Ruth Neumann, Dezernent Andreas Holz und der Lesebeauftragten Stefanie Rahm wurde enthüllt, wie viele Hexentaler zusammengekommen sind. Lamia höchstpersönlich kam vorbei, um die letzte Ziffer zu lüften, und der ganze Saal brach in Applaus aus. Denn es sind fast 10.000 Bücher mehr gelesen worden als benötigt. Wow. Der Zaubertrank konnte also gebraut werden und Regibert wurde unter den Freudenrufen der Kinder zurückverwandelt. Als Belohnung für die tolle Leseleistung kam die wundervolle Illustratorin Julia Ginsbach auf die Bühne und zog alle mit ihrer zauberhaften Show in ihren Bann.